Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Plants vs. Zombies. Wir sind heute mal wieder auf der Seite der Pflanzen unterwegs. Und jetzt, bevor wir hier noch uns auf Plants vs. Zombies 2 freuen dürfen, dachte ich, zocke ich noch eine kleine Runde das gute alte 1er. Und ja, aber ich habe allmählich so das Gefühl, ich bin jetzt das zweite Mal in der Lobby drin, dass wir hier abgesprochene Teams haben, was den Spielspaß ein klein wenig minimiert, aber macht ja nichts. So. Der Teleport ist... Aus dem Grund zocke ich im Übrigen auch die Gifterbse. Weil, wie gesagt, ist hier alles ziemlich abgesprochen und darauf habe ich jetzt keinen Bock und dann wollte ich einfach mal mit was kontern, wo die auch nicht einfach so irgendein OP-Char einfach mal kontern. Okay, das war Glück. So, und irgendeiner erobert den Garten. Also vorhin war ich ja schon, wie gesagt, in der Lobby drin. Auf der Seite der Zombies. Wir haben den Garten. Wir haben noch nicht mal eine Zehe reingesetzt gekriegt. Und ja. Hier sieht man, dass hier ganz schön was abgeht auf jeden Fall. So, wir ziehen uns zurück. Weil das macht keinen Sinn. Oder können wir hier noch ein bisschen was abfarmen? Scheiß drauf. Wir ziehen uns einfach zurück. So. Noch einer weg. Und er zimmert da gewaltig durch. Also wie gesagt, ich denke nicht, dass wir das Game schaffen werden, weil... Ja, es könnte sogar sein. Wir sind zwar nur einer weniger, aber... Vorhin war es anders. Vorhin war es auf jeden Fall anders. Da waren im anderen Team eigentlich nur... Na, sagt schon. Nur 313er drinnen. Und bei uns waren eigentlich... Ja, nur Leute im bis 15er Team vertreten. Aber die zimmern hier gewaltig durch. Also wir haben hier auf jeden Fall abgesprochene Teams. Das ist... Da bin ich mir ziemlich sicher. Das letzte Match hat auf jeden Fall dafür gesprochen. So. Einen konnte ich nochmal wegholen. Und noch einen. Ah, Kills kriegen wir ja ganz gut hin. Aber. Leider. Überrennen die uns halt doch ziemlich. Ja, genau, dieser Kuss. Der war auch vor dem Match drin. Also so ein abgesprochenes Game wie in der letzten Runde habe ich selten erlebt. Und ich habe da jetzt das Game doch schon ein paar Mal gezockt. So, danke. Okay, ich schätze fast, dass der Teleport hier ist, weil ich habe den Inji gerade darüber sneaken gesehen. Ja, ich weiß, da einfach in die Masse reinlaufen ist nicht unbedingt das Klügste, aber ich versuche sie gerade tatsächlich einfach um jeden Preis aufzuhalten. Macht andererseits natürlich auch Spaß, mal wieder gegen ein forderndes Team zu zocken. Das darf man jetzt natürlich nicht vergessen. Ich habe dich schon gesehen, Kollege. So. Ich meine mal, killen tun wir ja gerade echt wie die Iren. Aber das hilft halt alles nichts. Ohne etwas Support. Lag, was war das denn gerade?
Und noch einer weniger. Aber keine Chance, Leute, keine Chance. Mit 17 Kills sind wir relativ weit vorne. Das ist okay. Also killtechnisch sind wir momentan ganz gut okay unterwegs. Aber nichtsdestotrotz. Stirb doch endlich, du Sack. So. Ah. Haben wir den Willen gebrochen? Ich glaube nicht. Und irgendwie treffe ich gerade nicht. Vorlagen mache ich zwar, aber ich treffe nicht. Egal. Jetzt schaut es gerade gar nicht so schlecht aus, Leute. Außer sie wollen sich gerade einfach nur ein paar Points noch sichern. Ah, Vorlage, Vorlage, Vorlage. Hau die Heilung an, mein Freund. Leute, Leute, hier geht's gerade ab. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich habe noch versucht, mich rauszumogeln, aber keine Chance, keine Chance. Da hatten wir gerade echt Full House. Kriege ich da nur eine Vorlage für? Naja, dafür hat sich da jetzt jemand gerade geärgert. So. Okay, okay, okay. Ein bisschen Heilung wäre ganz nice. Ich weiß, dass vier irgendwo drin sind, aber wo sind sie? Wo sind sie? Leute, 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 kommt schon, verteidigen, das können wir hinkriegen. Ah, schaut nicht gut aus, schaut nicht gut aus, oder? Es wird knapp. Meine Maus spackt, meine Maus spackt. Das hatte ich schon lange nicht mehr. Oioioioi, Leute. Die kämpfen ja gerade wirklich, als wäre das Ende der Welt kurz vor uns. Aber so macht's Spaß. Kriegen sie es noch gerissen, oder? Nein, sie kriegen es nicht mehr gerissen. Nice, Leute, haben wir das echt noch gepackt. Habe ich nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Wie gesagt, ich habe jetzt hier natürlich einen absoluten noobischen OP-Charakter gezockt. Die Gifterbse. Aber das ist ganz okay, glaube ich. Lief eigentlich ganz gut. Na, dieser Koss, der ist dann irgendwann mal rüberge... Hä? Koss? Dino? Velvet? Koss? Beta? Das sind doch irgendwelche Clans. Naja, spielt keine Rolle. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet doch das Video, schreibt fleißig Kommentare und wie immer abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Ciao.